Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von unserem Channel B-Part Gaming. Und nein, zunächst erst einmal die gute Nachricht: Ich höre nicht auf mit YouTube. Okay, gut, jetzt vielleicht für manchen auch eher so die schlechte Nachricht, je nachdem. Aber in diesem Video soll es mal darum gehen, dass ich erkläre, wie es vielleicht mal irgendwann dazu kommen kann, dass ich sage, ich höre auf mit YouTube. Weil vielleicht irgendwann wird es ja mal soweit sein. Und deswegen auch dieser Videotitel. Und in diesem Video soll es dann auch darum gehen, was es für mich persönlich bedeutet, YouTuber zu sein. Erklären, dass ich auch nicht nur YouTuber bin, aber dazu am Ende ein bisschen mehr. Meinen Werdegang, das heißt, warum habe ich mich in diese Richtung entwickelt und auch, was es für mich persönlich für Konsequenzen hat, diese Situation. Das Video wird auch sehr stark auf mich bezogen sein, das heißt, aus meiner Sicht das Ganze darstellen, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen, das betrifft jeden von B-Part Gaming genauso. Und dann soll das Video nicht nur irgendwie alles ist so schlimm Video sein, sondern es soll euch auch irgendwo ein bisschen helfen zu verstehen, warum wir uns manchmal so verhalten, wie wir uns verhalten, quasi eure Wahrnehmung für die Situation schärfen und euch dann auch irgendwo einen Eindruck vermitteln, wie ihr uns einfach positiv bei der Weiterentwicklung unterstützen könnt. Ich habe das Ganze mal als Real Talk bezeichnet, weil ich über gewisse Themen ganz offen und ehrlich und auch unverblümt reden möchte. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Aussage bei jedem Zuschauer irgendwie auf Begeisterung oder Zustimmung stößt. Das kann ich auch nachvollziehen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mich damit gerne auseinandersetze. Aber in so einem kurzen, knackigen Video ist es nicht möglich, wirklich auf jede Facette so einzugehen, dass es auch immer auf Verständnis stößt. Kommen wir zunächst mal zu der aktuellen Situation. Und ihr habt es wahrscheinlich auch über die letzten Monate, aber auch vor allem zu FIFA 16 Release gemerkt, unser Kanal hat sich immens weiterentwickelt. Wir haben bewusst probiert, eine hohe Bandbreite an Formaten anzubieten, auf euer Feedback einzugehen und eine gute Mischung aus vielen verschiedenen Inhalten zu bieten. Das liegt natürlich daran, dass Till, Georg und ich sehr viel Zeit auf YouTube investiert haben. Ich habe jetzt mal gerade den November einfach mal hier angeschaut. Ich habe jetzt im November jeden Tag 3,5 Stunden in YouTube investiert, also im Schnitt. Und wenn man eine normale Arbeitswoche nimmt, Montag bis Freitag, sind das 5 Stunden jeden Tag, die ich für YouTube investiere. Das ist schon eine Menge. Und das hat sich auch positiv ausgewirkt auf den Kanal. Wir haben sehr viele Abonnenten zugewonnen. Das Feedback war sehr positiv. Extrem hohe Anzahl an Likes, hoher Austausch mit euch in der Community, sehr viele Kommentare und so weiter. Das hat auch dazu geführt, dass recht viele Klicks auf die Videos gekommen sind zu diesem damaligen Zeitpunkt, als auch FIFA 16 rausgekommen ist. Aber vor allem in letzter Zeit haben wir festgestellt, dass es gerade wieder so ein bisschen abflacht. Zum Beispiel Tip to the Top, unser Bundesliga-Tippspielformat. Das hat so zwischen 5.000 und 7.000 Aufrufen. Und ich habe jetzt mal bei der letzten Folge drauf geschaut. Ich habe da 4 Stunden in die letzte Folge reingesteckt, bis das Video online war. Und das hatte dann, glaube ich, 5.500 Aufrufe. Und da muss ich ganz klar sagen, das lohnt sich nicht. Das ist nicht wirtschaftlich. Das steht nicht in dem Maße, was wir dadurch einnehmen, zu dem, was wir reinstecken. Und jetzt ist natürlich der eine Punkt. Ich glaube, manche überschätzen das, was man auf YouTube verdienen kann. Man verdient sich da mit solchen Aufrufzahlen nicht dumm und dämlich. Und der andere Punkt ist, ja, warum schaust du denn so sehr auf die Klicks? Macht dir das keinen Spaß? Das macht mir sehr viel Spaß, werde ich gleich nochmal drüber reden. Aber der andere Punkt ist, ich muss davon leben. Ich bin darauf angewiesen, dass wir auf YouTube Einnahmen generieren. Denn ansonsten wäre ich hier nicht in der Wohnung, ich hätte nichts zum Anziehen und nichts zu essen. Muss man ganz klar sagen, ich mache das hauptberuflich. Weil ich mich damals vor bald 3 Jahren dafür entschieden habe, nach meinem Studium, ich habe das mit Master abgeschlossen, habe 6 Jahre lang studiert, mit einem sehr guten Schnitt an 2 sehr renommierten Universitäten habe ich abgeschlossen und ich habe mich damals dafür entschieden, YouTube hauptberuflich zu machen. Warum, werde ich gleich auch nochmal erzählen. Aber das ist natürlich die Konsequenz daraus, dass ich dann irgendwo auch schauen muss, wie sich das Ganze entwickelt. Und das ist letztendlich für uns irgendwo auch das Entscheidende. Wir sind gerade bereit, irgendwo sehr viel Zeit und Energie da reinzustecken, weil uns das richtig Spaß macht. Und das greife ich jetzt einfach mal direkt auf. Ich habe damals vor 4 Jahren mit FIFA Tastics angefangen, weil ich damals ursprünglich sehr vielen Leuten erklären wollte, wie sie besser in FIFA werden. Dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt und es ging auch mehr in die Richtung, dass ich Leute unterhalten habe, die an FIFA interessiert sind. Und dann mit B-Part Gaming kam quasi der nächste Schritt, dass es darum ging, möglichst vielen Leuten einfach mit FIFA zu unterhalten oder zu bereichern oder auch generell Leute, die an Gaming interessiert sind, zu bereichern. Und das ist irgendwo letztendlich das, was uns antreibt und warum ich mich damals dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Und dieser Leidenschaft möchte ich auch irgendwo weiter nachgehen. Und das ist auch irgendwo der Punkt, das soll euch irgendwo klar machen, wenn ich in einem Video darüber rede, dass es, wenn euch das Video gefallen hat, und das ist wichtig, dass wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen hoch da. Das kostet euch nichts, aber das mache ich nicht, weil ich das näher so geil finde, wenn da 500 Likes auf dem Video sind, dass ich das so super toll finde, weil da eine hohe Zahl ist, sondern der Punkt ist, dadurch sehe ich die Möglichkeit, dass sich unser Kanal weiterentwickelt, dass ich dieser Leidenschaft weitergehen kann. Denn das hilft uns, dass unsere Videos auf YouTube entsprechend gefunden werden, dass sie von anderen Leuten geschaut werden und dass unser Kanal eine Entwicklung vollziehen kann, wodurch wir weiter in der Lage sind, dieser Leidenschaft nachzugehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben das probiert, wir haben sehr viel Zeit reingesteckt, es funktioniert aber nicht. Wir können dadurch nicht irgendwo unser Leben finanzieren, oder das betrifft jetzt einfach konkret mich, ich bin nicht dazu in der Lage, dadurch mein Leben zu finanzieren. Dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo ich sage,
Tess hört mit YouTube auf. Und das ist auch letztendlich diese Brücke zu dem Titel, warum ich den so gewählt habe, um das zu verdeutlichen. Und das ist auch der Punkt, wo ihr uns unterstützen könnt, dass euch das einfach bewusst ist, wie die Situation ist, warum wir solche Sachen machen, dass es Verständnis für euch hat und dass ihr euch aktiv mit unseren Inhalt auseinandersetzt. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, dann kommentiert das. Und ich möchte das nicht in jedem Video erklären oder mit irgendwelchen Like-Grenzen oder Ähnliches verbinden, aber das machen wir teilweise, weil wir wissen, es hilft uns immens weiter und es hilft, wenn wir euch daran erinnern, in dem Video nochmal zu liken, dass dann einfach eine höhere Anzahl am Ende da ist. Das machen wir nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil uns das vielleicht hilft, dieser ganzen Sache weiter nachzugehen. Im Zuge dessen möchte ich nochmal kurz auf eine technische Sache eingehen, weil wir haben seit FIFA 16, glaube ich, über 10.000 neue Abonnenten dazu gewonnen. Aber irgendwie auf das tägliche Video irgendwie so zwischen 6.000 und 8.000 aufrufen. Es gibt bei YouTube die Möglichkeit, dass man über die neuesten Videos von dem Kanal informiert wird. Und das zeige ich ganz kurz. Da geht man auf die Kanalseite, da gibt es da so ein Rädchen und dann wählt man so eine Option aus, dass man das gerne haben möchte. Das hilft uns vielleicht, dass wirklich noch mehr Leute davon mitbekommen, wenn wir ein neues Video veröffentlicht haben und es dann anschauen. Und im besten Fall hat es euch unterhalten und euch Spaß gemacht. Und jetzt abschließend möchte ich nochmal ganz kurz auf die Entwicklung von Bepart Gaming eingehen, denn ich hatte ja mal so zwischendurch erzählt, wenn ich meine Arbeitszeit umrechne auf eine Arbeitswoche, dann sind das 5 Stunden im Schnitt am Tag für YouTube. Da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt mancher sagt so, yo, das ist ja auch ganz entspannt, mach einfach mal ein bisschen mehr, dann passt das schon. Ganz so ist es nicht, denn wir haben einfach mit Bepart Gaming auch noch andere Tätigkeitsbereiche, wo auch ein gewisser Teil meiner Arbeitszeit reinfließt. Wir haben jetzt seit kurzem eine neue Webseite, wo ihr auch einen Einblick davon bekommen könnt, was wir noch machen. Das ist zum Beispiel, dass wir Finale-Events kommentieren, dass wir Videos für andere Firmen und Kunden ausarbeiten, dass wir FIFA-Spieler wie euch auch coachen und dann auch dadurch, dass wir selber passionierte FIFA-Spieler sind und auch an E-Sport-Wettbewerben teilnehmen, dass wir Team Bepart Gaming haben, wo wir unter anderem auch FIFA-Profispieler betreuen und ihnen bei der Weiterentwicklung helfen. Das ist zum einen zum Beispiel Luca, das ist der amtierende Schweizer Meister und dann auch Mirza, das ist der amtierende österreichische Meister, war jetzt 3-mal in Folge geworden und er war auch letztes Jahr deutscher Meister. Gegen beide habt ihr übrigens auch demnächst mal die Gelegenheit, in einer Play-Against-Session zu spielen. Gegen Luca wird es wahrscheinlich im November sein und gegen Mirza wahrscheinlich im Dezember. Schaut einfach mal beiden auf der Facebook-Seite vorbei, liked das Ganze, das würde uns freuen. Und dann habt ihr, wie gesagt, die Gelegenheit, mal gegen beide zu spielen. All diese Tätigkeiten sind extrem wichtig für uns, denn sie ermöglichen uns, in einem Arbeitsumfeld oder auch in Bereichen tätig zu sein, die uns antreiben, dass wir da weiter Energie, Zeit und Ressourcen reinstecken können, um Sachen zu erschaffen, um Sachen weiterzuentwickeln. Und das ist unser Antrieb. Und dabei hilft uns das natürlich. Und YouTube gehört natürlich auch dazu und anders kann ich es mir gar nicht erklären, denn ich bin bald seit 4 Jahren auf YouTube aktiv, nämlich ab Dezember. Und dementsprechend, ich kann es mir kaum vorstellen, wie es eigentlich ohne ist. Es ist schon was ganz Normales geworden, fast tagtäglich ein Video hochzuladen. Dementsprechend eine große Leidenschaft von uns, der wir gerne weiter auch in dieser Form nachgehen möchten. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Ich möchte es auch gar nicht überstrapazieren, aber liked einfach die Videos, wenn sie euch gefallen. Gebt konstruktives Feedback, wenn euch was missfällt. Von mir aus auch dann gerne mit Dislike. Aber Hauptsache, wir haben etwas davon, wo wir was rausziehen können, um einfach unsere Inhalte zu verbessern, euren Vorstellungen nachzukommen. Weil man muss auch auf der einen Seite sagen, die Form, die wir euch hier anbieten, der Unterhaltung oder auch des Lehrmaterials, das ist kostenlos für euch. Und dann einfach nur ein Like dazu geben, weil es uns weiterhilft. Ich glaube, das ist ein fairer Tausch. Und von daher bin ich sehr gespannt, was eure Reaktionen sind. Und das muss ich auch nochmal kurz anmerken, was wir sehr zu schätzen wissen, dass unter solchen Videos eigentlich immer tolle, gehaltvolle Diskussionen entstehen. Das ist nicht normal auf YouTube, das wissen wir sehr zu schätzen an dieser Community. Und wir sind sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Entwicklung. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Taz. Da wird sie halt echt abgebaut, das muss man auch mal... Oh! Fuck, Alter! Ja, Mann! Ist das...